the drop top, smoking on cook in the hot box. Fucking on your bitch, yeah. In the bump in the crock pot. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, und zwar mit einer Folge Rogue. Ein bisschen eher, ein bisschen die Stadt umschauen. Wir gehen dann kurz hier runter. Mein Haus ist natürlich noch bekannt. Hier wohnt der Herr Julius. Bin auf Reisen, Herr Julius. Okay. Übrigens, die Diebstähle wurden immer noch nicht aufgedeckt, und ja, es fehlt alles noch, also was vorhin auch gefehlt hat. Das mit S hat begonnen, wurde noch nicht aufgeklärt. Wer das gemacht hat und was hat begonnen, ist jetzt noch eine Frage. Zutritt gesperrt. Briefkasten von Younger Boy. Hier wohnt Younger Boy. Da war nämlich dieser ein Anschlag hier. Sperrgebiet. Wer betritt? Anzeige. Auch an dich, Arctu. Okay. Also ist kritisch. Nein, keine Aufträge. Tür wurde aber geöffnet. Zureden für den Captain der Miliz. Haben wir irgendwelche? Nein, haben wir natürlich nicht in der Miliz. An meinem Büro wurde nichts gemacht. Der Raum, den muss ich noch entscheiden, was ich damit machen möchte. Das soll anscheinend für jeden zugänglich sein, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Schreibt es mir mal in die Kommentare, was ich mit dem Raum machen soll. Hier ist auch eine locked Tür, aber es ist eigentlich wurscht, weil das ist Trainingslager, mehr oder weniger. So, hier ist aber so ein kleines Gehege. Und da war ein verkackter Creeper wieder am Start. Gerichtshaus ist natürlich für jeden getrustet. Und hier wäre halt das Gerichtshaus, aber ich glaube, man erkennt es direkt, muss ich sagen. Und das war eigentlich auch das, was ich euch heute eigentlich zeigen wollte in Rogue. Und da ich nicht das Video, weiß Gott, wie viele Sekunden lang ist, vielleicht 4 Minuten oder so jetzt, oder irgendwas anderes, werde ich auch jetzt nicht anfangen zu bauen, weil die Miliz ist fertig. Vielleicht mache ich noch ein Dach auf, aber das ist jetzt was, was ich jetzt nicht im Video machen möchte. Und mein Haus ist an sich auch fertig, nur einrichten, und da möchte ich jetzt auch nicht im Video das verschwenden. Und ja, man kann an Hunger sterben, also das ist schon richtig hardcore. Deswegen würde ich sagen, mache ich einen Cut rein und wir sehen uns dann mal in einer lockigen PvP-Runde wieder. Bis gleich. Aber zuerst noch, willkommen bei Minecraft Rock. Irgendwo in diesem Baum ist ein Tipp versteckt. Willst du das mal suchen? Das habe ich noch nicht gemacht, werde ich jetzt auch nicht machen. Aber trotzdem würde ich sagen, da wo das Wasser fällt, ist auch ein Rätsel gestellt. Als ob ich das instant gefunden habe. Easy. Da wo das Wasser fällt, ist auch ein Rätsel gestellt. Wer von euch schlau ist, natürlich, sagt mir bitte in den Kommentaren. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal einen Cut rein. Wir sehen uns gleich in der PvP-Folge. PvP-Runde, bis gleich. So, zur versprochenen PvP-Situation. Wir sind hier in Bad Wars. Auf der Map Modern 8x1, jetzt eigentlich in dem Moment 3x1, gegen zwei andere Spieler auf dem GOM-Server, und das ist rot und da hinten ist der rote. Ich glaube, ich würde sagen, ich greife direkt den roten an, damit ich wenigstens ein Team schon mal raus habe. Was macht der rote? Das ist ja komplett komisch, was er da macht. Keine Ahnung, was der da treibt. Was macht der? Okay. Okay. Kann man mal rumstehen lassen? Muss man jetzt nicht unbedingt, aber kann man machen? Ach, Kacke. Ach, komm. Mist. Och, das war knapp, muss ich sagen. Also ein bisschen knapp war das schon. Der nichts merkt. Ja, er hat schon mal ein bisschen mehr falsch ankassiert, muss ich sagen. Schon, stirbt schon? Ja, nice. Spawnt er eigentlich? Das spawnt er.
So, und? Komm schon. Ja, die GG an dieser Stelle mal. So, das war es jetzt eigentlich von dieser Folge. Hier ein bisschen Rogue und ein bisschen Bad, was hier an dieser Stelle. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, wenn es ja der Fall ist. Ein Abo, wenn ihr neu aufgeschnallt habt. Mehr von was, ein bisschen nichts mal. Und der Shine ist schon weg. Und ciao.